Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin in einem neuen Ride Basics Video, wo wir euch grundlegende Begriffe und Thematiken aus der Welt der Freizeitparks und Achterbahnen näher bringen. Und heute geht es mal wieder um Fahrelemente. Und dieses Video ist quasi der Aufbau für ein kommendes Video, denn wir hatten als erstes Fahrelement den Looping, heute kommt der Corkscrew und demnächst kommt dann ein Video aus, das beide miteinander verbindet. Ja, und wie gesagt, geht es heute um den Corkscrew bzw. Korkenzieher. Der Corkscrew wurde 1968 von Carl Bacon entworfen, aber erst 1975 von Aerodynamics in Knott's Berry Farm realisiert in einer Achterbahn und war damit die erste Inversion der Nachkriegszeit. Und wie im Video zum Looping schon gesagt, war die erste Inversion überhaupt, trotzdem der Looping. Und das Ganze war 1895. Ist danach halt erstmal nichts passiert. Aber informiert euch, bevor ihr mich hatet. Mehr zum Looping gibt es auch im Video zum Looping. Und ja, ein Corkscrew oder ein Korkenzieher ist quasi ein auseinandergezogener Looping. Und hat seinen Namen natürlich daher, dass es aussieht wie ein Korkenzieher. Also die Schiene, wie die gebogen ist, von außen betrachtet, sieht es halt aus wie die Form eines Korkenziehers. Und die Bezeichnung für das Fahrelement Korkenzieher, Corkscrew, bezieht sich eigentlich auf die zweifache Schraube, was man heute als Double Corkscrew kennt, weil mit der Zeit hat sich das schon etabliert, dass diese einzelne Schraube der Korkenzieher ist, also die Bezeichnung passt auf das Einzelne, und wenn es dann das Ursprüngliche ist, ist es der Double Corkscrew. Und das Ganze ist halt eine Inversion, beziehungsweise beim Double Corkscrew sind es zwei Inversionen. Eigentlich ein ziemlich einfaches, grundlegendes Fahrelement, was man von sehr vielen Bahnen kennt, aber trotzdem soll es dann hier für die Ride Basics einmal grundlegend erklärt geworden sein. Und ihr wisst jetzt, wo es herkommt, wie alt der Corkscrew schon ist. Und es gibt noch den Interlocked Corkscrew. Das sind dann zwei Corkscrews, die so ein bisschen ineinander gesteckt sind. Man fährt in die eine Richtung durch den Corkscrew, da gibt es eine Drehung, und fährt dann in die andere Richtung durch den anderen Corkscrew. Von außen betrachtet ist es halt echt ziemlich cool. B&M hat das Ganze geprägt und ist so quasi der Erfinder, Patentinhaber davon. Und man findet das bei sehr, sehr vielen B&M Achterbahnen. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon kurz und knapp zum Corkscrew. Ihr wisst jetzt, was ein Corkscrew ist, und das war's von mir mit den Ride Basics fürs Ride Review Video Magazin. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus, ihr seid die coolsten, bis zum nächsten Mal, euer Bro. Peace.